Willkommen zu einem kleinen Umsi-Video, das euch zeigen soll, wie man die Editionelle Traffic Science aktiviert. Wer kennt es nicht, auf dieser ganz normalen Omnibus-Simulator-Seite, wo dieser Mod angeboten wird, funktioniert dieser Link hier unten nicht mehr. Da. Aber ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und bin auf diese Seite gestoßen. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Also, als erstes geht ihr hier auf Download. Dann geht an die Werbeseite auf, wo ihr einfach wieder zumacht. Und dann kommt hier unten dieses Fenster. Da macht ihr einmal Speichern unter und dann auf eurem Desktop. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe die Datei schon. Das einzigste Problem ist bloß hier, die Endung ist .ams. Und nicht jeder PC kann das anzeigen, warum auch immer. Also, wenn ihr das gespeichert habt, kommt dieses Symbol hier. Das kann aber, wie gesagt, nicht jeder öffnen. Also macht ihr einfach einen Rechtsklick, wenn ihr WinRAR, einen Rechtsklick. Und wenn ihr WinRAR macht, macht ihr einfach hier oben Add to Archiv. Dann kommt dieser Button hier. Auf den drückt ihr dann drauf. Close. Und dann kommt hier die Datei. Diese benennt ihr einfach um statt .ams auf .zip. Enter. Bei mir kommt jetzt die existiert schon, weil ich die schon habe. Und dann schaut dieses Ding so aus. Den macht ihr dann auf. Dann kommt der ganz normale Explorer, wo der Ordner mit Scenery Objects drin ist. Den macht ihr auf und dann kopiert ihr diesen Ordner in euren ganz normalen OMSI-Ordner in die Scenery Objects rein und dann müsste es schon funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.